Wir haben 1000 Shows gemacht von nur er und ich, Klavier und Stimme, und dann mit Chorsängerin und einer Gitarre. Jetzt ist der Gipfel. Irgendwas ist hier in der Luft, ich kann es noch nicht ganz deuten, aber das ist schon sehr, sehr besonders. Das ist ein Zirkus. Das kann man mit anderen Shows gar nicht vergleichen. Diese Show ist einmalig. Dass die Show die Menschen erreicht, ist diese Magie, die der Udo hat, wenn er als Performer auf der Bühne steht. Der Spruch, den Udo immer schön im Munde geführt hat, nicht Anbetung der Asche, sondern Weiterreichen des Feuers, ist mit dieser Show absolut gelungen. Selber auf die Bühne gehen ist auch so meine Passion, ist auch mein Auftrag, ist meine Mission, ist ein großer Teil meines Lebens. Ja, mein Eldorado, eigentlich das, was ich am allerliebsten mache. Das war eben unsere Intention, weil es eine fast dreistündige Show ist und das ist wie ein riesiger Sergio Leone-Film. Ja, also es ist ein episches Werk und das braucht ein großes Intro, ein fettes. War natürlich auch eine Wahnsinnsarbeit. Ich glaube, da haben wir bestimmt ein halbes Jahr dran gesessen. Da sind bestimmt 50 Sounds drinnen, mindestens. Allein 10 unterschiedliche Blitze und Donner. Die ewige Sehnsucht von Udo aufs Meer, da zieht es uns hin. Also direkt vor dem Auftritt, die paar Minuten, also schon eine halbe Stunde vorher, ja, merke ich so, leichtes Magendrehen schon, leicht weiche Knie. Und ich sag, du musst ganz schön verrückt sein. Auf was hast du dich hier wieder eingelassen? Das ist ein Nerventest. Und da hast du auch keine Bodenstation mehr, also richtig Major Tom, ja, keine Houston mehr. Ich denke ja oft an Hermine und Gustav in solchen Momenten. Ja. Ich denke auch an Erich und Ecki, dass wir zusammen diese Energie auch haben. Ne? Ab, sag ich mal, 19 Uhr wird's wuselig hinten. In die Garderoben, alle ziehen sich um. Das erste Bierchen und jammt schon ein bisschen rum, macht sich ein bisschen heiß. Jetzt hat ein kleines Publikum für euch vorbereitet. Jetzt! Ja! Showtime! Jesse, komm! Showtime! Kick it! Yeah. 10 Minuten vor Beginn sitze ich da unten schon. Und dann trommelt man sich ein. Und Standby für die Jet Girls. Bei 2 Minuten 30 weiß ich, muss ich durch das Loch an meinen Platz. Was passiert da jetzt? Ist das jetzt wirklich voll? Haben die Leute Bock? Das sind so Sachen, die man sich dann in dem Wahn kurz vor der Show fragt. Wenn die große Welle aufhört, dann höre ich so blubber, 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 wenn das Schiff untergegangen ist. Das ist immer mein Part, das Unterseeboot zu verlassen und auf Deck zu gehen. Und dann geht's los. Curve, curve, curve. Ja. Und wie cool muss das sein? Kann ich das heute noch cooler spielen? Und dann stehen wir auf diesem Bug von einem Brockliner und hinter der riesigen LED-Wand und die schiebt sich dann so auf.
Und dann sieht man, ach du heilige Scheiße, was ist hier denn los? Und dann muss ich so einen Moment so innehalten und sagen, oder? Jetzt gleich. Dann ging die Schalter Adrenalin voll an. Da-dang, ne? Dann knallt die Band los. Es geht ab. Und hier ist das so, erstmal sitzen da im Stadion 60.000. Das ist schon eine Unmenge. Da kann ich mir vorstellen, wie so ein Stierkämpfer sich fühlt, der gegen den Stier kämpfen muss. Das Charakteristische beim Panikorchester ist der Schinkengruf und der Rock'n'Roll. Und das hat keine andere deutsche Band. Quasi so das westfälische AC/DC. Die Musik hat die Jungs zusammengebracht, weil alle leben das. Alle leben Rock'n'Roll, Piff, Puff, voll auf die 12. Bauer, Schaper, Krawetz, Steffi Stephan, Jörg Sander, Bertram Engel, die Sechs. Das ist die Grundbesetzung des Panikorchesters. Darauf baut sich alles auf. Und das ist unverwechselbar. Und die Band spielt, als ging es um Leben und Tod. Ne? Also die sind einfach ganz konsequent drauf. Das ist bei uns in der Firma, ist das eben so. Entweder mit totaler Leidenschaft, mit totaler Konsequenz und trotzdem lässig und trotzdem cool. Ich lege mich dann da rein in meinen Buddy und kann das praktisch buddymäßig umsetzen, was sie spielen. Ne? Dann spiele ich auf dem Swing von seinen Worten. Aber es Bärte trommelt und so, das sind ja wie meine Flügel, die Nachtigallenflügel, ne? Und dann liftet mich das hoch, ja, ne? Hebe ich ab. Aha. Hier geht es darüber hinaus, nur um professionell zu sein. Das ist ein Unterschied, ob so ein Instrumentalist auch so einen musikalischen Weitblick hat und als Musiker denkt, so als Teil einer Band zum Beispiel, als Teil eines Arrangements. Es geht nicht mehr um Technik oder überhaupt, sondern um wie eine Beziehung. Das ist wie auch wie eine Fußballmannschaft, wo Leute richtig zusammen funktionieren. Und sie vertrauter miteinander. Und Steffi, der Bass und Berthe, ist mit 16 Jahren bei uns eingestiegen. Und dann haben sie schon 30 Jahre. Aber es ist so ein Gruf, ein Clan, eine Familie, wie ein Blut. Wir haben ja auch 1000 Gitarristen und 500 Pianisten und 80.000 Sänger und so. Eigentlich sind alle Stimmen, die man für so einen Chor braucht, alle am Start. Jeder hat seine Qualitäten. Die Kunst ist halt, eine Essenz daraus zu ziehen. Also, das ist der beste Chor ever. Panikchor. Mhm. Und vier Bläser, das ist so ein geiler Sound. Die Power, die da kommt. Wir sind zu viert quasi eine Big Band. Das ist rein musikalisch gesehen die größte Herausforderung für uns Bläser, ein Mind, ein Klangkörper zu sein. Dazu diese ganzen Nationen, die da rumrennen, diese unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Spirits. Und das Ganze wird dann eben auch so, wie wir Bläser ein Körper werden, wird ja auch der gesamte Apparat auf der Bühne ein Körper. Und im Idealfall verschmelzen wir mit dem Publikum in dieser riesen Arena zu einem Tier. Das sind diese Momente, wo man anfängt zu fliegen, wo sie alle sagen, das war der tollste Abend heute. Und wir sagen es immer öfter, das war der tollste Abend heute. Was Schöneres suchen Musiker gar nicht. Also das ist eigentlich schon der Endpunkt. Wir turnen uns gegenseitig so an und das ist eine solche Energiemaschine, ja? So ein Kraftwerk. Naja, wir haben schon viele Shows gemacht, aber noch nie sowas Konsequentes, Großes, ja? Die ursprüngliche Idee war ja deutlich kleiner. Fakt ist einfach, das ist die größte Tour, die jemals ein deutscher Künstler gemacht hat. Viel mehr geht nicht. Wie so ein kleiner Jungentraum, ne? Den ich mir da auch ein bisschen erfüllt habe. Abhebegerät, Raketengedöns und so, ne? Da gibt's ein Team, das besteht aus dem Hannes Rossacher. Das ist ein sehr guter Regisseur. Der Friederike Krauch. Fritzl macht dann die Bühnenbauten, ja? Dem Andi Zabel. Echt ein Meister. Des Sounds, ne? Dem Cyber. Hightech ohne Ende, beherrscht auch nur er, ne? Jäckli ist ja unser Lichtzauberer, ne? Hans-Otto Richter, Animationen, Kostüme, Ideen, Silke kommt dann dazu. Nowodemski, unser Messmeister, ne? Und die Leute kommen und sagen, noch nie so einen geilen Sound gehört. Das ist ein geiles Regie-Team. Hier sind die Production Manager der Udo Lindenberg-Tournee. Artist Production Manager. Ich bin der zuständige Bühnenmeister. Ich bin Show-Stage-Manager. Job des Libero. Die Kids on Stage. Kinetik. Show-Calling. Panik-TV. Choreografie. Spieltregisseur. Entwicklungshelfer. Bühnenaufbau, Videoton, Pyroeffekte, Backline, die Seilwinden, die ins Dach eingebaut werden müssen. Man riskiere einen Blick. Die gehören alle zu Udo.
25 Trucks ohne Bühne, nochmal 9 Trucks für die Bühne. Wir haben die größte Videowand der Welt. 600 Quadratmeter LED. 3 Millionen Lämpchen. 13 Kameras. Wir sind halt mit über 300 Leuten hier am Start. Es ist eine Panikstruktur, es ist keine Hierarchie. Hierarchie gibt's ja nicht. Ja, am Ende, glaube ich, kann man sagen, irgendwie, dass wir die heimliche Panikzentrale sind, weil bei uns laufen die Fäden halt zusammen. Das ist eigentlich die wahre Panikzentrale. Hier laufen alle Fäden zusammen. Ein Mann, 10 Jobs und kümmere mich um alles. Also ich meine, ich mache eigentlich ziemlich alles. Der sogenannte Verantwortliche. Ich habe die Verantwortung. Für alles? Für alle. Beziehungsberechtigt. Ne? Er gibt dir einfach das Gefühl, du gehörst dazu. Und es fühlt sich manchmal auch gar nicht auch wirklich an, als würde man arbeiten. Wieso so einen Urlaub machen? Also nennen wir das ja Tourlaub. Ne? Ich singe Cello immer noch sehr gerne, weil der Song auch lebt, weil er sich auch entwickelt. Ich habe den früher gesungen als Ballade nur. Dann kam ja vor ein paar Jahren Clouseau, dann hat er den Song entdeckt und dann kam ein anderer Groove, ein Rhythmus, das jeder mit muss. Du spieltest Cello, jeden Saal in unserer Gegend. Ich saß immer in der ersten Reihe und ich fand dich so erregend. Cello. Wieso ist er nicht immer dabei? Meistens ja, aber Daniel Wirz singt das auf seine Weise. Und dann war der Peter Brings, exzellenter Typ und guter Sänger. Und so. Oder auch Johannes Oerding. Cello hatte ich von Anfang an dieses Bild im Kopf mit den weißen Celli und diesen langen Schleppen, die im Wind wehen. Und es wurde extra noch eine Windmaschine dazu besorgt. Jetzt gibt es 3 Windmaschinen und es geht wunderbar auf. Und Günther macht ein ganz hervorragendes Licht. Das Golden Cello, das da eingeflogen kommt, also aus dem Himmel, aus schwindelerregender Höhe. At the beginning it was really nice. It's the highest I've worked before, by far, by 10 meters. But with this safety team, I don't have worries. Sie macht es sehr gut, die kommt ja von sehr hoch, 60 Meter, ne? Über die Bühne rüber und so. Und die beiden Mädels, also Heather und Rihanna, hatten das noch nie gemacht. Ne? Also Luftakrobatik und so. Die haben sich echt erstmal ein bisschen in ihre Trikots reingepickt. Because we might die, like we might die, let's be honest. That might be it. Wie hoch das ist. We're sitting on a tiny pole. And we're attached by the wrist, and we're looking at each other. And we're about to go 100 feet in the air. I think it's just such a profound and exciting thing that it makes us talk about important things. We talk about our husbands, and we talk about our lives, and we talk about our friendship. It's a really special moment for me because I love her so much. And I look at her and I think, like, how the fuck did we get here? What the fuck are we doing? Und dann kommt diese Cellistin und ich komme ihr auch ganz nah. Es ist eine hocherotische, sehr knisternde Angelegenheit. Wenn Udo Open Air gespielt hat, fand ich jetzt immer ganz gut, weil frische Luft und so. Und man kann ja sehen, mal scheint die Sonne, mal regnet es. Ist jetzt vor ein paar Tagen auch mal ein Tornado durch Hamburg gekommen. Gott sei Dank hat er uns nicht getroffen. Und das sind natürlich zur Show hin alles auch Szenarien, die wir dann halt auch durchsprechen müssen. Was passiert, wenn wir die Show abbrechen müssen? Da werden die Wetterkarten beobachtet und die Satellitenbilder und wir könnten Glück haben, es geht vielleicht genau an uns vorbei und so weiter. Und da hat es ja bis kurz vor der Aufzeichnung wirklich richtig heftig geschüttet. Riesig, Wolkenbrüche, Hagelschlag, alles sowas. Ne? Die Leute auch klatschen das bis auf die Unterhose. Da standen die wie in der Sauna. Und dann beginnt die Show und ich gucke nach oben und sage, Hermine und Gustav, bitte klar den Himmel auf. Ne? Dann fliege ich hoch mit der Gondel. Ich denke, ich spinne. In der Sekunde meines Anfluges, ja, geht die Sonne auf.
Wolken ist die Seite. Ja, kein Hagelschlag mehr. Ein Gruß aus der Tiefe des Alps. Und Hermine und Gustav haben das sehr gut geregelt. Ja. Das ist so, das ist Magie. Panikmagie gibt's auch. Es ist immer noch ein bisschen was so drüber über uns, weißt du? Das heißt ja auch so, ne? Die echte Kunst ist immer größer als der Mensch, der die gerade ausübt. Es war dann wieder bei einer Probe, da kam ihm die Idee, ja, Natalie, sing doch mal eine Zeile damit. Da dachte ich so, ach du Scheiße, ich mach den ganzen Song kaputt. Und als ich das erste Mal ausprobiert habe, dann kommt die Sonne durch, wir sind doch Lichtgestalten, ey, das weißt du doch. Da habe ich mir gewünscht, dass mir diese Zeilen nie wieder weggenommen werden und ich die immer wieder singen darf. Für mich ist die Platte praktisch mit jedem Hören besser geworden. Weil alle Nummern sind schon geil. Also so schon geil auch zu spielen. Zumal wir sie auch teilweise umarrangiert haben. Zum Beispiel Plan B. Da ist eine Plattenversion. Und hier kommt jetzt dieser Panic-Touch dazu. Es ist in der Ecke härter oder rougher. Der Panik-Sound, wie Udo sagt. 50.000 Leute, da muss natürlich auch eine Welle, eine Druckwelle kommen. Und die Band ist sowieso mehr auf Brett eingestellt. Ne? Und ich werde mich nicht ändern. Das ist eins meiner Lieblingsvisuals. Also man erinnere sich an Elvis Presley bei Andy Warhol, wie er da mit den Colts steht und wie das so vervielfältigt ist nebeneinander. Und bei uns tanzt Udo in Rot-Blau-Grün zerlegt. Popkultur ist ein endloser Webteppich und man webt ein bisschen mit und die nächsten Generationen werden das weiterspinnen. Wir befinden uns in einer wunderbaren, spannenden Phase dieses Teppichs mit Udo. Bundesrepublik Deutschland ist, das ist jedes Mal auch ein bisschen anders. Der Song lebt ja auch wirklich jeden Tag. Immer ist ein anderer Rapper mal da. Das ist geil, weil jeder hat seinen eigenen Rap, was ihm dazu einfällt, geschrieben. Deine Fahne wird nicht mehr gebraucht zum Sagan. Ferner nennt die Bundesrepublik hier im Land. Pudierende Gedanken zwingen straight zum Automaten. Puma-Jogger, lange Haare aus von Petzerhagen. Liebliche Gefühle deiner gleichen keine Kasse. Keine Zeit für Akku, weil du sonst zu schnell verpumpt bist. Auf dem Weg ins Glück fallen Zweifel in die Welt. Bundesrepublik, dazu braucht man nicht viel Geld. Das ist eine Art Session-Song. Da kann jeder auf die Bühne kommen, das ist die Bundesrepublik. Genau wie Fußball, Nationalmannschaft, da ist nicht egal, kommt jeder auf die Bühne. Dann ist er gerade der Schöne. Bubu hat eine Gitarre. Dann ist Gentleman da, bringt seinen Jamaika-Sound. Dann kommt Porky von ihr Deichkind. Und dann ist ihr Daniel da, Max Herre. Und dann kommt Adel Tawil auf die Bühne. Bülent Ceylan ist dann da, ja, und noch sein Showtime. Ken Taylor am Bösmark, die Funky-Dinger. Ne? Niki Noya von der Drönland-Show. Arabien ist da drin, Indonesien ist da drin, Afrika ist da drin, Kuba ist da drin. Und Brasilianisch ist da drin und Jazz ist da drin. In diesem Solo habe ich alles. Ja, ich meine, das ist wirklich bunt auf der Bühne, wenn wir alle da sind. Und das nur dieser Bild allein zeigt dem Publikum, dass wir miteinander gut leben können. Da gibt's kein Problem. Der Song hat einfach eine Aktualität, die kaum zu überbieten ist. Und ich find's so traurig, dass wir immer die Geschichte wiederholen anscheinend. It's life too short, eradicate the hate from your heart. So, also das Leben ist zu kurz, wir müssen den Hass aus unseren Herzen radieren. Wir müssen irgendwie wieder unsere Positivität zurückkriegen. Wir müssen unsere Stimme erheben, damit eben die radikalen Ränder an Lautstärke verlieren. Das ist so die Grundmessage.
die Victoria, die bei Bunte Republik Deutschland für dieses Deutschland-Klischee der wagnerianischen Opernwelt steht, so stolz und Ding, und hat aber dann auch einen Patronengurt um, was wiederum die Anspielung ist, wo Udo sagt, ja, Deutschland ist Platz 3 bei Waffenexporten. Es beruhigt mich immer zu sehen, dass Politik auch in die Richtung gehen kann und nicht nur Politiker sein müssen, die wahnsinnig ernsten Kram sprechen, sondern dass das, was Udo macht, dass es auch Politik ist. Er ist der Bundespräsident des Herzens, des Rock'n'Rolls. Und ich finde auch, dass mehr Musiker ihre Reichweite nutzen sollten für Statements. Das finde ich mutig von ihm, aber auch notwendig. Das ist unsere gemeinsame Haltung, weißt du, ne? Gegen Rassismus, gegen Rechtsradikale, gegen Nationalisten und so, weißt du, ne? Für eine faire Zukunft, wo die wir die ganzen offen machen und gucken und so, ne? Und dafür stehen wir auch alle mit der Bunten Republik, ne? Das genieße ich total. Es passiert viel auf der Bühne, es wird auch mit dem Po gewackelt, aber es wird auch der Fuckfinger rausgeholt, wenn es nämlich um sowas geht. Unsere Bunte Republik, 100.000 Leute stehen auf, immer mehr für unsere Bunte Republik. Die Farbe Braun gehört da überhaupt nicht rein. Nein, sie brauchen keinen Führer. Nein, sie können's jetzt auch alleine. Fuck Nazis. Nein, sie brauchen ihn nicht mehr. Diese neuen Nazi-Schweine. Mich erinnert es, was Walter Kempowski macht, Siegfried Lenz, die so Chronisten waren von der deutschen Geschichte in der Literatur. Und er macht es reduziert mit den Liedern. In seinem Werk erzählt er die Geschichte von Nachkriegsdeutschland. Ich würde so gerne bei euch mal singen. Meine Freunde in der DDR. Sebastian Krumbiegel von den Prinzen, ne? Er hatte damals ja auch diesen Traum, dass wir da mal rüberkommen und gemeinsam dann, ne, auf die Bühne gehen. Rock'n'Roll Arena in Jena ist ein Lied, weswegen wir im Osten gemerkt haben, hey, der weiß, dass es uns gibt, der singt für uns. Und Udo bei diesem Lied begleiten zu dürfen am Klavier, ein Riesenstadion voller Menschen, das war unglaublich, also werde ich nie vergessen, weil du kommst in deiner Stadt auf die Bühne und begleitest den Mann, den du schon immer verehrt hast und wegen dem du irgendwann mal angefangen hast, selbst Lieder zu schreiben. Und bauen die Rock'n'Roll Arena in Leipzig. Ja, aus der Zeit ist auch dieses Lied gegen die Strömung. Aus hinterm Horizont, Josephine! Gegen die Strömung, gegen den Willen. Die Ostleute haben gesagt, die Mauer muss da weg und so, wir schwimmen gegen die Strömung. Da gegen die Mitmarschiererei, da ist Hymne des Widerstandes. Sie steht ja auch erst in ihrem Blauhemdchen und so, da reißt es dann runter, ja. Naja, und dann Freistil, ne? Ja, so ein Lied, wo sind Kriege da, ist natürlich klar, immer ständige Aktualität, leider. Ich muss es immer wieder singen. Ich weiß niemanden sonst, der mit Kindern auf die Bühne gehen könnte und ein kredibler Rocksänger sein könnte. Bei Kriege, das ist wirklich berührend, aber auch der neue Song Coole Socke. Honky Tonky Show. Ja, die kleinen Kinder sind, reisen ja auch mit, ja. Und es kommen ja auch die Oma kommt besuchen und so, ne. Kriegt die Lederjacke an, ne, ja. Und ab in Schaumbad und dann wieder auf die Bühne und so. Alles geht, ja. In der Kreis ist heiß und schon sind wir da. Yes. Udo
und die 70 sind für mich nicht so richtig deckungsgleich. Wenn ich Udo sehe und wenn man mit ihm hängt, denkt man nicht an den 70-Jährigen. Wie? Der ist 70? Das hat er mir nie gesagt, der Hund. Ich dachte, er war jünger als ich. Der könnte ja der Vater meiner Mutter sein. Wow, stark. Du bist doch nicht der Bühnenälteste. Juhu! Betreut uns Rocken, ja. Muss ich dir die Hand nimmt nach vorne führen. Udo, komm schnell. Fall nicht, Udo, fall nicht. Aber du siehst ja, wie agil er ist. Ja, völlig wahnsinnig. He gets up and down off the ground a million times. He rolls on the floor, swinging that microphone, running. He does like 50 push-ups. I don't know how he does it. Also komm, er hüpft da wie ein 20-Jähriger über die Bühne. Das ist absolut, ich weiß nicht, wenn ich da 6 Minuten mit ihm zusammen singe, bin ich völlig tot im Hintergrund im Backstage und er macht noch 3 Stunden da weiter. Ich meine, was ist denn da los? Da stimmt doch was nicht. Das ist natürlich bodymäßig immer eine Anforderung, ist ja klar. Deswegen auch zwischendurch auch Sport machen. Auch so jeden zweiten Tag eine Runde joggen und so. Ne? Und das ganze Laufwerk, ja, die Rennbeine, damit die gut in Form bleiben. Selbst ein Sportarzt sagte, was Fantastische an dem Mann ist, diese Fitness, die Udo drauf hat. Das alles mit 70, ne? Das ist ja auch nicht normal. Happy Birthday. Ich weiß nicht, da habe ich Udo mal angerufen, als ich 30 wurde. Udo, mir geht's so schlecht. Ich bin so alt geworden. Ich habe fast geweint. Und das ist ja, du, Alter, ich bin 36, das macht überhaupt nichts. Wir werden sogar noch mal 40. Jetzt gucke ich und sage, es ist immer schon 70. Und es ist immer klasse geblieben. Also ich habe da nie so das Gefühl gehabt, jetzt, och, jetzt werden wir alt oder sonst was. Es ist immer noch genauso. Rock'n'Roll never dies. Und das ist das Schöne an der Musik. Das lässt das Altern nicht zu. Es geht uns gut. Otto und ich sind ja alte Buddies und wir kennen uns ja schon 100 Jahre. Und zusammen in der WG, auch mit Marius. Deswegen war es so besonders witzig, dass auch Marius erschienen ist bei der Tour. Ne? Und wir zu dritt da auch ein bisschen an losgemacht haben. Ne? Man trifft sich dann da. Bei uns an der Bar, das gehört zum guten Ton, in der bunten Republik, auf dem Drink und auch eine Session. Das ist eigentlich der edelste Stammtisch, den wir in Deutschland zu haben, bei uns auf der Bühne. Ja, kommen die alle hin, toll. Es ist halt eine ganz große Ehre für uns, dass uns so viele verschiedene Leute besuchen kommen, die bei Udo das einfach verdient hat. Ich meine, neulich war Bryan Adams da, bam. Man trifft sich natürlich mit Udo in der Garderobe. Und natürlich fängt es dann an, dass der Panikvirus so langsam seinen Weg sucht. Ich sage, hey Brian, we're flexible, ne? If you like, join us in a spontaneous life. Also komm spontan auf die Bühne, wenn es dir gefällt. Und siehe da, es hat funktioniert. Für mich war es am Anfang eine krasse Herausforderung, mit Udo zu arbeiten. Weil erstens hast du halt so Udo Lindenberg, das ist halt einfach so eine Legende. Dann darf man mit dem singen. Und dann kam ich zum Soundcheck und beim Soundcheck hieß es dann, nö, wir machen Herzen. Und ich so, Herzen? Was ist denn her? Wer ist denn Herzen? Und ich hatte kein Netz und dann wollte ich das so googeln und es ging nicht. Und dann meinte ich zu ihm so, Udo, was machen wir denn jetzt? Und er so, guckst du mal, so singst du einfach. So singst du einfach, was? Hä? Das Geile aber an Udo ist, dass der so anti-gestresst ist, also so im Minusbereich gestresst. Also wenn ihm eins fern ist, dann scheint es die Panik zu sein. Allerdings ist Panik, wenn man sie mal mit Kontrollverlust versucht gleichzusetzen, etwas, was für die Kunst gut ist. Ja. Endlich loslassen und einfach mal sehen, was passiert. Das ist schon auch ein kreativer Prozess. Das ist ein Plateau, auf dem was entstehen kann. Udo überrascht jeden Tag. Das ist wie in einem Film. So, Klappe zu, neue Rolle oder aber wie in so einem Comic. Mal sehen, was man noch machen kann. Und so ist eigentlich der ganze Alltag mit ihm. Sehr spannend.
Das Leben, when Natalie sings, we're all backstage and we all stop. We stop what we're doing and we just listen. And then Corolla comes out. And it's just like a double whammy of major talent and talent that comes from another planet. Ich bin da auch sensibel. Und wenn ich es nicht wäre, würde ich wahrscheinlich gar keine Musik machen, weil es hätte mich dann nicht berührt. Dann hätte ich gar nicht die Signale oder die Antennen gehabt. Selbst wir bei den Proben klatschen noch jedes Mal, weil sie es schafft, in der einen Sekunde ihr gesamtes emotionales Leben rauszulassen. Bertram schiebt es da an und es explodiert am Schluss. Das ist wirklich der absolute Hammer. And it goes brrr, brrr, and it goes brrr, and we all go. Yeah! Backstage. And then we continue getting changed and do our lives. So schön, dass ich hier immer noch stehe, yeah. And my body, du und ich. Auch ein Todgeglaubter, das war er ja zwischenzeitlich und das ist auch wirklich mannigfaltig nachzulesen, ist einfach sowas von mit der langen Nase auf diese Bühne zurückgekehrt. Aber ich kenne ihn eben auch unglücklich und dann ist alles so gedämpft und das hängt immer mit seiner Karriere auch zusammen. In den 90ern gab es so Kritiker, die gesagt haben, da ist was Lächerliches und so weiter. Das ist alles weg, sondern er ist einfach souverän und der Meister der deutschen Rockmusik. Und er ist überglücklich, das spürt man ja auch. Und mich freut das für ihn ungemein. Dabei bin ich nur stellvertretend für viele andere, die ja auch das überleben. Ne? Wir sind die Meister im Überleben. Ich finde es krass, wie sehr die Leute bei den ruhigen Songs das abfeiern. Es ist einfach still. Das ist schon unglaublich. Ja? Nur ein Klavier und eine Stimme vor 60.000 Leuten im Stadion. Das ist ja eine unglaubliche Sache. Das fühlt sich an, als würde ich jedem Einzelnen das so erzählen. Das sind dann halt die Momente, wo es wirklich zeigt, was ein großer Künstler ist. Oh, baby, baby. Ich bin so sehr verliebt. Sternenreise ist natürlich auch gigantisch. Alle die Dinger an, schön. Teilweise, wenn die Ränge so hoch gehen, sieht es dann wirklich aus, als hängen die Leute in der Luft und schweben da. Es ist ein riesiges, großes Bild von leuchtenden Menschen. Das sind Emotionen. Als wir uns damals trafen, hab ich an nichts Besonderes gedacht, vielleicht, dass wir es... Das kann man 100-mal sehen und trotzdem bewegt einen das immer wieder, finde ich. Weil es diesen Kollektivgedanken von einem Konzert einfach so auf den Punkt bringt. So, wir erleben hier alle gemeinsam Musik. Als wir das angefangen haben, wusste ich auch nicht so genau. Und ich wusste auch nicht, wie das geht. Das UFO, da liegt ganz, ganz viel Herzblut drin. Und die Voraussetzung ist, es muss natürlich abends wieder schön klein eingepackt werden, dann in den Truck und dann muss es zauberhandmäßig auch wieder am nächsten Tag wieder entfaltet werden. Und es ist eine Novität und es gibt es weltweit nur bei uns. Hat kein anderer gemacht. Also Flugpioniere, Testpiloten, ne? Erste Mal. Ich lebe die Sache. Ich bin total UFO-verrückt geworden. Ich habe UFO-Landeplatz-Signs ausgedruckt. Ich habe mir eine Jacke gemacht mit 20 Stickern. Das ist der Hammer. Was ich nicht erwartet hatte, war,
wenn 45.000 Menschen auf einmal überrascht oh schreien, ist mein Herz in die Hose gerutscht. Und ich bin den Mädels, die mit mir da zugange sind, so dankbar, dass die mich dann beruhigt haben, dass ich mich noch konzentrieren konnte, was ich alles zu tun habe. When we're all sitting in the UFO and we go up, it's like pitch black. It's like a really magic moment. Me and Amy actually jump out the UFO together and we look at each other before and we're like, okay, go. And then we jump out together. Yeah, the audience like screams when we jump out. It's amazing. But, yeah. And we try not to land on Udo. You feel 1,000% safe because there's so many people looking out for you. You can just really enjoy it. So, jedenfalls sitzen 8 Leute an diesen 4 Dingern, je 2 Computerexperten und steuern es dann genau auf die Millimeter, damit die Flüge gut stattfinden. Und man ist luftfest, also lufttauglich, ne? Zu See, zu Luft, zu Lande und zu Wasser, ne? Yeah. Zum Schluss wird es sehr intensiv. Da könnte man eigentlich entspannt sein. Da ist keine Zeit für Entspannung. Also wenn es irgendwie mal so eine letzte Party gibt, irgendwie, die man irgendwie feiern könnte und man wüsste irgendwie so, jetzt kommen Außerirdische und das war's, so, dann würde ich sagen, irgendwie kommen alle zu Udo auf die Bühne und wir singen nochmal Candy Jane. Panik ist so eine Art Aufruhr. Nicht oh Gott Panik, sondern oh, oh yeah Panik. Alle Spielkinder. Und das ist eine riesengroße Spielwiese der Fantasie. Großer Familienzirkus, ne? Zirkus Sarasani, unterwegs Menschen, Tiere, Sensationen. Alles, was in dem Kopf drin ist, läuft auf der Bühne rum. Mit dem ganzen geheimnisvollen Mafiosi. Und dann wieder dieses verspielte Pipi Langstrumpf, Chaos. Das ist ein tolles Erlebnis zu sehen, wie eigentlich im Laufe eines Liedes die Anzahl der Leute auf der Bühne sich vervierfacht und man nicht mehr weiß, wo die eigentlich alle herkommen. Ich habe immer Angst, dass ich von der Bühne fliege, weil Candy Jane beim Gürtel bricht. Auch wenn ich am Ende auf dem Boden lande, denke ich auch immer, bitte skalpiert mich jetzt keiner, bitte trittet nicht auf meine Haare. Also für mich ist das heute Ostern, Weihnachten, alles zusammen. Und dieses Glücksgefühl, was du am Ende siehst, das ist echt so wie ein grandioser visueller Audio-Orgasmus für den ganzen Körper. Diese riesen Pyro-Show, die geht ja da ein paar Meter hoch und so. Wenn ich dann da noch drin hänge als Grillhähnchen, ne? Dann ist es nicht so vorteilhaft, ne? Ist ja klar. Und deswegen habe ich gesagt, dann mache ich den Anzug auch feuerfest oder sowas. Ne? Und eine Kranfahrung ist natürlich immer genau, dass ich aus den Gefahren, aus der Gefahrenzone rechtzeitig rauskomme. Manchmal sehr knapp. Ein Restrisiko bleibt immer. Ne? Das ist bei jedem Astronauten, früher Gemini-Kapseln und Apollo-Dinger, Apollo 13 und so, kann auch mal was schiefgehen. Ne? Ja. Aber mit dem Restrisiko lebt man so als Bühnenjongleur. Was wir erleben, ist für mich im Moment ein Traum. Ich bin Teil von diesem Traum und träume davon, eigentlich nicht wach zu werden. Diese Familienbande, diese Energie. Einer ist ja für alle da, alle sind für einen da. Und, so, ne? Ja? Dieses Ding. Und da bin ich total froh, dass ich da der Sänger sein kann, weißt du, von so einem geilen Verein. Ne? Ja. Das ist eine Form von ganz spezieller Magie. Wenn ich ihn auf der Bühne sehe, da könnte ich jeden Abend weinen. Ich war 2 Sekunden im Himmel. Im Paradies. Er ist ein Weltraumtierchen. Eine reell eigentlich nicht existente Person vom Stern der Weltraumtierchen. Manchmal gibt das ja auch zu, dann verrät er sich so, dass er eigentlich außerirdisch ist. This guy's something different. This isn't just a guy who sings some songs in German. This is a guy who changes people's lives with his music. Elder.
Heute ist er einer von 4, 5 Säulen, auf die kulturell dieses Land aufwuchs. Und ich hoffe, das ist ihm nicht so bewusst, weil sonst wäre er nicht so nett. Es gibt viele, die sagen, das ist jetzt irgendwie der Zenit. Zenit heißt aber auch irgendwie, dass es auf der anderen Seite irgendwie abwärts geht. Ich glaube nicht, dass hier irgendwo irgendein Ende ist. Als Musiker und vor allen Dingen als Rocker und als jemand, der so Texte macht, da muss ja raus. Da kannst du dich nicht zur Ruhe setzen. Das ist ja Quatsch, da geht nicht. So eine Tour dürfte eigentlich nie aufhören. Es ist so schön, diese Art zu leben. Ja, ist so schön, müsste eigentlich immer so weitergehen. Ne? Dass ich für immer unserem Rock'n'Roll und euch gehöre. Ich schwöre, wenn's drauf ankommt, bin ich da. Ich schwöre, die dollsten Dinger machen wir klar. Kommt es einmal hart auf hart, dann bin ich sofort am Start. Ich schwöre, wenn es drauf ankommt, bin ich für dich da. Da-da-da, da-da. Unsere Herzen bleiben hier, unsere Füße müssen weiter, unsere Herzen bleiben hier bei euch, unsere Füße müssen weiter, unsere Herzen bleiben hier bei euch. Danke für den geilen Abend in Leipzig im Osten, im heißen Osten. Panikfamilie, ich schwöre, wir sehen uns ganz bald wieder.